Ja, Mann. Einfach, dass zum Beispiel Deutschland, Frankreich, England, was weiß ich, welche Städte alles dazugehören, dass das nicht alles einheitlich gemacht wird. Hey, was geht ab, liebe Freunde? Ja, Mann, am Start. Ja, Mann, ist die Squad. Ja, Mann, ist überall. Ihr wisst Bescheid. Heute sind wir in Heidelberg. Freunde, wir dachten, wir machen heute wieder einen ganz normalen Street-Interview. Und so wie auch damals die Geschichte von Heidelberg. Ja, ihr wisst ja Bescheid. Um was es eigentlich gehen könnte, Street-Interview. Da steht riesengroß Akademie der Wissenschaft. Das heißt, natürlich werden wir solche Fragen stellen, aber wir werden Fragen stellen an Damen, was die über Männer halten und was Männer über Damen halten. Ganz einfach. Erster Eindruck. Das sind die Fragen, liebe Freunde. Also bleibt dran, wir sehen uns gleich. Bis nachher. Peace out. Ja, Mann, ist die Squad. Wir hören uns. Ciao, ciao. Yara. Wie? Yara. Yara, okay. Du? Salome. Salome. Ja. Oh, wunderschöner Name. Okay, Salome. Eine Bedeutung? Nein, ich weiß es nicht. Okay. Salome. 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 Ja. Krass, ey, werde ich nachher googeln auf jeden Fall. Solen. Solen, super. Und du? Salma. 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 Salma, was für Nationalität eigentlich? Aus Frankreich. Aus Frankreich, ja. Okay, cool. Du auch? Ich komme aus Palästina. Aus Palästina, nice, okay. Habibi, Shukran, alles Mögliche. Aha. So, unsere Frage. Ich habe zwei Fragen an euch. Ihr müsst an die Männerwelt eure eigene Meinung sagen, was ihr davon hält. Okay? Okay. So, wir fangen mit dir an. Yara, beschreibe dich mal mit drei Wörtern. Oh Gott. Ganz einfach. Schwierig. So wie man es nimmt. 2000 Jahre später. Komm. Meine Mama. Soll ich dir einen Tipp geben? Ja. Sympathisch. Wie nett. Ja, sympathisch. Ich weiß es nicht. Hey, drei Wörter, das ist ganz einfach. Was du so, was Yara ausmacht. Weißt du was mal? Nee, fällt nicht sein. Du? Also Warte. Was mich ausmacht oder was? Ja. Drei Wörter. Boah. Also ich würde halt sagen, zielstrebig, relativ offen. Okay. Sympathisch, keine Ahnung. Ja, das sind immer noch zwei, aber lass mir mal gelten. Okay. Und zwar, ne. Wir haben jetzt, also ich habe jetzt zwei Fragen an euch. Ja. Ja? Erstens, beschreibe euch mit drei Wörtern. Und zweite Frage wäre dann, worauf achtet ihr bei Männern als erstes? So, mit dir fangen wir an. Also ich soll mich erstmal selbst beschreiben. Genau, mit drei Wörtern. Ich würde sagen fröhlich. Jawohl. Immer, ich versuche immer optimistisch zu bleiben, vor allem in dieser Zeit. Und bei Jungs achte ich eher auf die Ausstrahlung und so. Was für ein Feeling. Immer gut viben und dann passt es eigentlich. Ja. Nice, nice, super. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich bin 20, aber ich werde 21 nächsten super. Monat. Nächsten ich bin Monat. Zwilling. Oh, okay, nice, nice. Und Instagram? Solen.cha. Jawohl, Solen.cha. Puncha. Nein, Punkt C-H-A. Cha. Okay, super, nice. Und so, dieselben Fragen bei dir? Ich bin lustig, groß und auch fröhlich. Also ein fröhlicher Mensch auf jeden Fall. Okay, und worauf achtest du als erstes bei einem Mann? Also halt natürlich Charakter. Wenn ich es erst so das erste Mal sehe, dann halt Gesicht vor allem. Also eigentlich nur aufs Gesicht so. Okay. Ja, und Augen. So? Okay, die sagt Gesicht, die guckt mich so währenddessen so an, weißt du? Okay, nee, aber also Augen. Ja, so Gesicht Augen sind mir schon wichtig. So. Okay. Ja. Sagen bitte, bei dir? Ja, also auf den ersten Blick natürlich Augen und okay. Haare. Okay, Haare. Ja. Kurz, lang? Kommt drauf an, aber drauf eher, an. Ja. Okay. Genau, und dann natürlich auf Charakter. Dein Charakter. Ja. Style. Style? Ja. Wie ist er angestylt? Passt? Passt zu ihm, ja. Ja? Ja. Würdest du ihn so annehmen? Ich glaube, der wäre ein bisschen viel zu alt für mich. Tu mir einen Gefallen, jetzt hör auf zu lügen. Alt? Ja. Oh. Oh mein Gott. Ich will schon mit jemandem, der halt in meinem Alter ist. Wie alt bist du? 21. 21, also... Er ist wahrscheinlich nicht 21. Aber es ist doch besser eigentlich, wenn ein Mann reifer ist. Ja. Ja? Ja, schon. Bist du eher die Verspielte oder? Nein, also ich weiß es nicht, aber ich stand halt immer auf Typen, die halt in meinem Alter waren. Okay, nice. Also du meinst Style, Optik.
Ja, an genau. erste Stelle, eigentlich ne? Schon, ja. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, auch Insta? Salma Abid. Also Salma? Abid, A-B-I-D. A-B? I-D. I-D. Ja. I-D-E? Nee, I-D nur. Nur I-D? Ja, ach, okay. Ach so, I-D. Alles klar, ne? Ich mein's ja nur. Okay. Ich muss darüber nachdenken. Ja, warum? Nein. Warum? Sie hat mal gefragt, ob ich ihren Nachnamen buchstabieren kann und wir sind eigentlich schon länger befreundet, schon sehr lange. Und immer noch nicht. Ich hab's nicht geschafft. Okay. Ja. Nur vier Buchstaben und sie hatte Schwierigkeiten damit. So. Okay, und wie heißt sie jetzt mit ihrem Nachnamen? Nein. Okay. H? A-B-I-T-E. Nein. D- Oh mein Gott. A-B-I-D. Mein Gott. Warte, warte, warte. Wir machen es jetzt so. Komm mal ganz kurz ein bisschen näher, bitte. Wegen der Kamera. Und zwar buchstabier mal deinen Nachnamen ganz easy, so slow. A-B-I-D. Okay. Und jetzt du? B-I-D. Und jetzt du? Ganz schnell? D. Mit D. Mit hohen Nachnamen. Da ist kein E. So. Warte mal, was jetzt? Vier Buchstaben. Ja, okay. Vier Buchstaben. So, Mama. A, B, I, D. Okay, und jetzt mit Vor- und Nachnamen? Salma Abid. Salma Abid. Ja, genau. Schöner Name. Ja. Ich glaube, die haben jetzt schon mein Instagram. Auf jeden Fall, Salma Abid, liebe Freunde. Und du bist Single? Ja. Okay, du? Nee. Stellen Sie sich vor, Monsieur Joe war ein Erpresser. Nein. Nicht? Nö. Doch. Bist du vergeben? Ja. Nein. Doch. Ne? Ja. Okay. Glücklich vergeben? Ja. Ich? Sie? Nein. Doch. Immer. Okay, alles klar. Willst du vielleicht hier an deinem Freund was sagen? Ist er, ja, kommt er hier aus? Also, ja, der kommt aus Heidelberg. Okay. Wir sehen uns vielleicht später und I love you. Sehr gut, sehr gut. Und bei dir? Ich habe halt niemanden, deswegen, keine Ahnung, Grüße an meine Freundin Jolien. Alles Gute zum Geburtstag. Wir kommen gleich. Scheiße. Okay, dann wir sind zu spät. Wir sind immer zu spät, deswegen müssen wir uns jetzt gerade. Okay, dann machen wir es so. Dann machen wir es so. Ich zähle bis drei, das mache ich mit denen. Mama, sag mal. 1, 2, 3, ja, Mann ist der Squad. Jawohl. Ja, Mann ist der Squad. Okay. 1, 2, 3, ja, Mann, ist die Squad. Peace out, wir sind raus, liebe Freunde. Jetzt müsst ihr beide sagen. Also ich habe jetzt gerade nur meine Stimme gehört. Okay. 1, 2, 3. Ja, Mann, ist die Squad. Okay, perfekt. Dann sind wir raus, liebe Freunde. Peace out. So, was geht ab, liebe Freunde? Wir sind gerade fertig, liebe Freunde, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank für die, die wo alle mitgemacht haben. Ihr seid die Besten. Heidelberg war heute richtig geil. Geil, ohne Scheiß. Heidelberg wäre geil. Hätte ich nicht gedacht, weil normalerweise, ich war ja auch letztes Jahr da, da waren die Leute ein bisschen anders, aber heute war wirklich, ihr habt es richtig krachen lassen, liebe Freunde. Vielen lieben Dank. Und ansonsten, wenn ihr solche Videos weiterhin haben wollt, dann lasst mich das bitte wissen. Kommentiert, supportet, follow, alles Mögliche. Ihr wisst, was zu tun ist, liebe Freunde. Und vielen lieben Dank für den ganzen Support. Und wir sehen uns nächste Woche. Peace out. Ja, Mann, ist die Squad. Wir sehen uns. Bam, 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 bam. Ja, Mann, ist die Squad.